So, herzlich willkommen wieder bei Mafia 2. Wir sind noch in der Mission, wo wir die Tankstellen abklappern müssen, um die Marken zu verkaufen. So. Genau. Genau, da vorne kommt gleich nochmal eine. Dann geben wir nämlich Stoff. Und dann hoffe ich, dass ich danach mal eine Aufnahmepause machen kann. Weil ich auch langsam Bedenken habe, dass meine Festplatte verläuft. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Hey, willst du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Aber immer. So, da fahren wir da weiter, dann kommen wir da vorne nämlich an der Tankstelle wieder raus. Wo hast du die her? Ach, vergiss es. Es geht dich überhaupt nichts an, wo ich die her hab. Bubile. Will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja klar. Ich hoffe bloß, ich krieg keinen Ärger deswegen. Keine Angst. Halt einfach den Mund. Die Hälfte der Zeit ist um. So. Gas geben, weitermachen. Ja, ich bin jetzt seit 4 Stunden am Aufnehmen heute. Langsam gehen mir die Themen wirklich komplett aus, aber komplett. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich jetzt erzählen soll. Ja, wer von euch Ideen hat, was man so nebenher so ein bisschen reden könnte, der kann es gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, weil es ist teilweise echt schwer, jedes Mal irgendwie was Neues zu finden, was man erzählen kann. So großen Überlegen dann jedes Mal im Let's Play, das bringt dann sowieso wieder nichts. Deswegen, also wenn ihr eine Idee habt, verpiss dich, schreibt in die Kommentare und ich bin da eigentlich relativ offen für das meiste. Sollte natürlich alles ein bisschen Jugendschutz beinhalten. Ganz wichtig, also so jetzt die brutalen Sachen oder auch sexistische Sachen auf jeden Fall nicht. Aber ansonsten bin ich da wirklich offen. Ich möchte ja auch unterhalten. Ich mache keine Aufklärung. Hi, die können alle nicht Auto fahren. Ich mache keine Aufklärung. Oder ähnliches. Und dementsprechend bleibt da einfach ein wenig locker. Bleibt da geschmeidig. Und wenn ihr ein geiles Thema habt, nur her damit. Ich freue mich immer über sowas. Ah, ups. Ja, so kann man ein Auto auch kaputt machen. Hören Sie, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Wenn Sie sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem. Verstanden? Versteht sich. Versteht sich von alleine. So, da oben rum. Oder da rum. Dann komme ich auf die Autobahn. Das will ich hoffen. Und dann die erste Abfahrt gleich wieder runter. Radio News. I'm Lowell Harris. Malta, Italy was the planning ground for what is expected to be the final invasion of Germany. 4 von 6 Haltestellen habe ich jetzt geschafft. Also sind alle gut machbar, aber ich werde es nicht schaffen. Das müssen wir gucken, ob ich es dann nochmal machen muss. Das war natürlich relativ doof. For press radio news.
links. Und dann muss ich die erste runter. So, ja, also gute Themenvorschläge bin ich gerne offen für. Würde ich mich auch echt freuen. Zeke told the bartender ain't no need of me buying no drinks when everybody else. Ich glaube, ich habe das Auto kaputt gemacht. Probieren wir mal, ob es jetzt anspringt. Ja, springt an. Ungeschickt. Es fährt sich inzwischen auch etwas schwerer. Nein, ich fahre in Wirklichkeit nicht so. Allerdings kann man hier fast gar nicht anders fahren. Ich hoffe jetzt bloß echt ganz, ganz schwer, dass ich die Mission nicht nochmal von vorne starten muss. Dass die 5 Tankstellen ausreichen. Weil sonst wäre echt böse ärgerlich. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Oh, scheiße. Okay, rechts runter. Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher, geht klar, Mann. So. Das heißt, wir fahren rechts rum. Und dann gleich wieder links. Oh, jetzt Gas geben. Mir könnte das noch schaffen. Ah, verdammt. Delta Radio. Die nächste oben rechts rein. Komm, zieh. Fuck! Das war so verdammt knapp jetzt. Oh, Mann, ey. Wie mich sowas immer fuchst. Yo, in dem Fall fahren wir zurück. Back in the rack, Jack, choo-choo.
So. Ja, Straße scheint schön glatt zu sein. Ich bin schon wieder sprachlos. Ich regne schon wieder auf. Nicht ganz so stark wie heute in der anderen Aufnahme. Ich hoffe ja, dass ihr meine anderen Let's Plays auch immer mal anguckt. Jo, da sind wir auf jeden Fall jetzt wieder bei Joe. Dort parken wir gleich in die Garage rein. Ist das die richtige? Nee. Einsteigen. Ah ja, in Garage parken. Wunderbar. Ja. Schon wieder 11 Minuten. Haben wir gut was vorgelegt jetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist einfacher aufzunehmen. Da der Spielfluss an sich einfacher läuft. Allerdings zum Reden ist es schwieriger, weil man häufig einfach sich ein bisschen auch ins Spiel vertieft. So, ins Bett legen. Kapitel 4. Murphys Gesetz, was schieflaufen kann, läuft schief. Little Italy, 11. Februar 1945. Oh Mann. Sieh an, wusste gar nicht, dass Joe schreiben kann. Wir haben wieder einen Job. Ein ganz großes Ding. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. Ja. Jetzt würde ich gern wissen, wie ich speichere. Mafia 2 speichern. Da schauen wir gerade mal im Forum drin. Es gibt automatische Speicherstände. In dem Fall handelt es sich hier auch nicht um ein komplettes Open-World-Spiel. Nee. Gesundheit haben wir genug. Da braucht man nichts. Dann gehen wir uns jetzt mal anziehen. Und in der nächsten Folge legen wir los. Die Folge ist jetzt etwas kürzer, dafür sind ein paar etwas länger. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mafia 2. Bis dann, ciao, ciao, schönen Tag noch.